Hallo und herzlich willkommen auf eine neue Folge von Wolle und Handarbeit. In dieser Folge zeige ich dir, wie du diese Blume in eine Granny umwandeln kannst. Und wir fangen hier bei einer Petale in der Mitte, in dem mittleren Doppelstäbchen. Und ich arbeite hier 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich komme bei die nächste Petale. Und ich mache hier in diesem mittleren Doppelstäbchen eine feste Masche. Jetzt werde ich 12 Luftmaschen arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und dabei muss ich hier auf diese 2 Luftmaschen eine feste Masche arbeiten. Jetzt hat sich gerade erwischt hier, dass ich meinen Faden versteckt habe. Und jetzt wieder 12 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und bei der nächsten Petale wieder hier in der Mitte eine feste Masche arbeiten. Und ich zeige dir gleich, wie es ausschaut. Es sind hier 2 Ohren, längere Ohren und hier eine feste. Und jetzt arbeite ich wieder diese 7 Luftmaschen und hier wird es gerade sein. Das hier ist die gerade Seite und hier wird die Ecke sein. Mit die nächste Reihe wird leichter zu bemerken sein. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier in dieser Mitte der Petale. Jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Jetzt muss ich wieder so eine Ecke machen und hier arbeite ich 12 Luftmaschen und ich kette mich oder ich arbeite feste Masche zwischen die Petalen. Und jetzt muss ich wieder nach oben kommen, damit ich diesen gerade Bogen arbeiten kann. Also wieder 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und jetzt hier auf die Petale, in der Mitte der Petale oder in der dritte. Doppelstäbchen, wenn man so rechnen, weil wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, also so. Jetzt arbeite ich 7 Luftmaschen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ich komme hier wieder bei die nächste Petale und jetzt habe ich bereits 3 gerade Seiten und 2 Ecken. Also ich muss wieder eine Ecke arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und hier wieder zwischen die Petalen auf dieser 2 Luftmaschen eine feste Masche arbeiten. Wieder 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
und hier bei die Petale in der Mitte. Wieder 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder hier in der Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wieder zwischen die Petalen eine feste Masche arbeiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und ich muss hier wieder eine Kettmasche arbeiten. Und ich werde mich bis hier mit einer Kettmasche bewegen, bis hier in der Mitte. 1, 2, 3. Und 4. Das ist jetzt hier, ich habe bereits mit die zweite Reihe, weil mit dieser Farbe habe ich zwei Reihen gearbeitet. Wenn du nur eine Reihe damit arbeiten willst oder nur dieses Luftmaschenkette-Reihe, dann kannst du hier Kettmasche arbeiten und abschneiden. Ich habe es nicht abgeschnitten, weil ich noch eine Runde arbeiten will und schau, hier sind meine Kettmaschen und dann arbeite ich wieder weiter mit dieser Farbe. So, hier sind so die Ecken, wie du siehst. Sie nimmt halt Form. Also wir fangen von hier weg. Wie gesagt, wenn du nur eine Reihe mit dieser Farbe arbeiten willst, dann musst du hier deine Wolle schneiden und dann fängst du hier an. Ich will die zweite Reihe auch mit dieser Farbe arbeiten und deshalb gehe ich weiter bis in die Mitte, also in die vierte. Und jetzt arbeite ich 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier auf dieser Bogen, auf dem ersten arbeite ich jetzt 3 ungefertigte Stäbchen, also genau wie hier. Und dann 5 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5. Und ich komme auf dieser Bogen und ich arbeite jetzt wieder 3 ungefertigte Stäbchen. Und das ist jetzt so die erste Ecke. So ist die verarbeitet. Und jetzt wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier auf der Mitte, also in der vierte, arbeite ich jetzt eine Festmasche. Das ist dieser gerade Bogen zwischen die Petalen. Oder nur auf die Petale gearbeitet und hier bei dieser Ecke, da komme ich zwischen die Ecken. Also ich habe jetzt 7 gearbeitet, jetzt muss ich wieder 7 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt kommt wieder eine Ecke und bei die Ecken habe ich so auf jede von diesen Bogen eine Gruppe von 3 nicht gefertigte Stäbchen gearbeitet. Also mache ich jetzt 1, 2, 3 durch alle 3, dann 5 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5 und jetzt auf dem nächsten Bogen wieder so eine Gruppe. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 und ich komme hier in der Mitte mit einer festen Masche. Also hier sind die Ecken und hier. Und hier ist die gerade Seite. Wenn es gezogen ist, dann schaut es halt anders aus. Also jetzt muss ich wieder hier auf den Bogen kommen. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luftmaschen. Auf dem Bogen arbeite ich wieder so eine Gruppe aus 3 nicht gefertigten Stäbchen. Durch alle 3 ziehen. 5 Luftmaschen. Zwischen diesen Gruppen arbeite ich immer 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier habe ich immer 7 und zwischen die Gruppe habe ich noch 5. Und 3 und jetzt wieder 7 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und jetzt wieder 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bogen wieder eine Gruppe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hier, Achtung, muss schauen, nicht hier, sondern hier oben muss ich eine Kettmasche arbeiten und dann meine Wolle schneiden. Natürlich dann die Wolle auch verstecken. So, jetzt ist unsere Granny fast fertig. Wir müssen trotzdem noch eine Reihe arbeiten und das arbeite ich dann mit Grün. Ich wollte euch nur so zeigen, wie es ausschaut. Also wenn es mal spannend wird oder wenn sie gespannt ist oder gebügelt, dann schaut sie sehr schön aus. So, ich mache jetzt die Umrandung. Für die Umrandung habe ich mich entschieden, dass ich nur dieses Grün benutze, bei jeder Granny. Und ich habe ja die zwei so gemacht, aber man kann sie auch miteinander häkeln. Ich werde dir zeigen. Die zwei hier in dieser Ecke könnte man aufhängen und hier bei den Luftmaschen. Man kann es auch zusammen nähen. Auf die Seite, obwohl dann wird dann stören, dieser Ecke wird irgendwie stören, aber wenn man es aufhängt, dann wird es nicht. Und jetzt zeige ich euch mal an, also ich fange hier neben dieser Gruppe, jetzt ist die Sonne ein bisschen weg, ich komme ja zu spät zum Häkeln, weil die Kinder jetzt zu Hause sind und Vormittag gilt zum Hausaufgaben machen und am Nachmittag ein bisschen draußen gehen im Garten und ja, jetzt ist ein bisschen spät geworden. Vorher war noch die Sonne da, aber jetzt ist weg. Also ich hänge mich hier neben dieser Gruppe an und ich muss ja 3 Luftmaschen zum Steigen arbeiten. Und dann arbeite ich noch 3 Stäbchen auf dieser Luftmaschenkette. Drei und 4. Und dann arbeite ich jetzt 1, 2, 3 Luftmaschen.
Und wenn ich zum Beispiel jetzt mich anketten würde, dann müsste ich hier rausziehen, hier rein. Jetzt ist aufgehängt und jetzt kann ich weiter arbeiten. Ich zeige dir aber voraus, wie ich jetzt weiter arbeite. Also drei Luftmaschen und ich komme hier auf diese andere Seite, das ist eine gerade Seite, genauso 7 Luftmaschen wie hier. Und ich muss hier wieder 4 Stäbchen arbeiten. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich wieder 7 Luftmaschen arbeiten. 1, 2, 3, 4. Also hier könnte sich man auch aufhängen. Und dann arbeitet man nur die 4. Nimmt man raus. Zieht es hier durch. Wenn du dich hier anhängen würdest. Und dann arbeitest weiter die 3. Also ich muss hier 7 arbeiten, 4 habe ich, dann 5, 6, 7. Und dann hier auf diesem Bogen, zwischen die 2 Gruppen, da muss ich jetzt 5 ungefertigte Stäbchen arbeiten, wieder so eine Gruppe, aber diesmal aus 5. Also 2, 3, 4, 5. Ich halte die alle auf meinen Nadel. Und jetzt tue ich durch alle 5 ziehen und arbeite 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Das sind für diese Picotti oder für diese. Und wenn du dich jetzt anhängen würdest, dann kannst du wieder so machen, dass du bei der dritten ausziehst und dann bleibt das hier hängen. So tust du sie miteinander anhängen. Also das wird jetzt so wie ein Picot gearbeitet. Ich tue jetzt die Wolle durch die Kettmasche ziehen. Damit eine Kettmasche am Anfang auf der Basis hier ziehen. Und jetzt mache ich wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich komme hier auf diese gerade Luftmaschenkette und ich muss jetzt wieder diese 4 Stäbchen arbeiten. 1, 2, 3, 4. Dann kommen die 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann komme ich auf die andere Seite, das ist auch so eine gerade Luftmaschenkette, dann arbeite ich wieder 4 Stäbchen. Dann arbeite ich wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier auf dieser Bogen zwischen die 2 Gruppen muss ich wieder so eine Gruppe auf 5 ungefertigte Stäbchen. So, ich habe jetzt 6 Maschen auf dem Nadel und ich tue durch alle ziehen. Dann 1, 2, 3,
ungefähr 5. Und hier arbeite ich jetzt eine Kettenmasche und es schaut so aus, als wäre das ein Picot. Und dann wieder 7 Luftmaschen. Und dann hier auf dieser Gerade arbeite ich hier 4 Stäbchen und 4 Stäbchen hier mit 3 Luftmaschen dazwischen. So, 4 Stäbchen, 3 Luftmaschen und hier wieder 4 Stäbchen. Eins, zwei, drei. Dann kommen wieder 7 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wieder so eine 5er Gruppe, 1, 2, 3, 4, dann 1, 2, 2, 3, 4, 5. Und wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier arbeiten wir wieder 4 Stäbchen. Drei Luftmaschen und wieder hier 4 Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7 und hier wieder so eine Gruppe. Wie gesagt, wenn du mehrere arbeiten willst und sie im Laufe der Arbeit so anketten willst, habe ich dir gezeigt, wie das geht. Du kannst sie auch nachher wieder nähen, aber das wird noch anstrengender sein. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn du sie nicht anketten willst, dann kannst du diese Masche hier nicht mehr machen. Und dann kannst du sie zusammennähen. Also hier kommt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier oben muss ich eine Kettenmasche arbeiten. Und diese 3 zum Steigen. So, und jetzt ist meine Granny fertig. Ich arbeite noch eine Kettmasche und Wolle schneiden. Und so ist sie fertig. Die sind ja relativ groß. Und wie gesagt, wenn du sie hier anketten willst, dann arbeitest du nur 3 und dann tust ziehen und hier arbeitest du eine und ziehen, unterschlupfen, so wie ich dir gesagt habe, und dann hier die Ecken.
So schauen sie aus. Jetzt habe ich drei. So, sag mir, wie du sie findest, ob es dir gefallen, ob du verstanden hast. Ich hoffe, dass du es verstanden hast. Besser kann ich es leider nicht erklären. Ist mir nicht eingefallen, wie. Aber ich habe mein Bestes getan. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir zeigst, was du damit gearbeitet hast. Das kannst du gerne auf meine Seite Community oder auf meine Seite im Community, im Forum wolle-handarbeit.eu und dann auf Community gehen und dann kannst du die Bilder aufladen. Du musst dich halt registrieren und Bilder aufladen, quasi wie auf Facebook. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und mir eure Werke zeigt. Danke, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Dann zeige ich dir, was ich daraus gezaubert habe. Tschüss!